Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir haben das letzte Mal aufgehört und wollten zu dieser Truhe mit einem roten Rubin. Alles umsonst. Denn wir haben ja schon 200. Hallo Chainsaw Man 16, wie geht's dir dieses Mal? Ich bin jetzt geheilt! Geheilt oder geil? Ich hab's nicht verstanden. Oder? Nee, das mit Lost Reiz Unterwäsche, das habe ich jetzt erstmal vergessen, weil ich muss jetzt erstmal wieder mit aufnehmen. Na, okay. Ja, wir müssen hier wieder zurück. Zurück ist gut. Zurück ist schön. Zurück ist toll. Zurück! Zurück! Manchmal hat man da was im Drück. Oh, mir ist fast die ganze Affe schon ausgelaufen. Hm. Und wir haben nur ein Viertelherz Schaden genommen. Schau, wie soll es auch so krank zu lachen? Irgendwo war doch hier eine Bombe. Ich muss jetzt, glaube ich, erstmal Toilettenpapier holen. Bin ich hier falsch? Ich musste Toilettenpapier holen, warte mal kurz. Bin gleich wieder da. Okay. Aber ja, mach du mal weiter mit deinem Let's Play da. Ja, ja, mach ich. Okay, gut, Chainsman hat jetzt was ausgeschüttet und ich mache hier mal weiter. Toll! Ganz vorsichtig hinlegen. Damit das gar nicht rauscht. Okay, und wir machen hier weiter. Ganz lustig, ganz bequem. Man könnte sich jetzt denken, ja, ich habe ein Blatt und puste durch die Gegend, aber es ist eine schlechte Idee. Okay. Chainsaw Man voll in seiner... Keine Ahnung, egal. Wir versuchen jetzt die Klubschis einfach mal zu eliminieren. Ganz vorsichtig hochheben, ohne viel Geräusche zu erzeugen. Knirsch, knirsch, so. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück. Das sagt man nicht. Okay, dann nicht. Okay. Was hast du denn jetzt vor, Schott? Was willst du denn jetzt unseren Zuschauern zeigen? Habe ich ihnen schon erklärt. Was denn? Klubschis töten. Wie viele? Alle. Was sind das? Drei. Oh. Toblerone? Nein, nicht wirklich. Handsauger! Lutschis aus dem Boden kommen! Lutschis aus dem Boden kommen! Lutschis aus dem Boden? Ja! Wieso sind das Lutschis? Wir sind hier nicht in Hafen. Lutschis aus dem Boden kommen! Lutsch! Sie sagen meine Mana-Punkte. Lutsch! Okay, ich wollte es nochmal. Wieso Lutsch? Lutsch! Okay, auf jeden Fall, sie saugen meine Magiepunkte aus, also meine Energiepunkte. Warum? Na, wir springen hier mal rüber und holen uns den gelben Rubin aus dieser Truhe. Heiß! Nein, kalt. Wieso lügst du? Warum? Keine Ahnung. Okay, wir springen jetzt hier runter. Wow, das war knapp. Octo. Nein. Doch. Nein. Octo. Nein. Hier. Ja. Wir nehmen uns. Ich lasse das. Bomben. Ich will Bomben. Du willst Bomben? Wieso? Was willst du mit Bomben anstellen? Ich will deine. Nein, willst du nicht. Weißt du, was ich sagen wollte? Ja. Ach, ja. Man hat den Ansatz gehört, was du sagen wolltest. Egal, ich kann mich doch erinnern, dass das irgendwie so... Hä? Ist dein Blatt kaputt, oder? Nein. Ist dein Blatt kaputt? Also, ich hab ja keinen Saft mehr, stimmt ja. Ja, ich muss mir Mana holen. Also Magie. Schauen wir mal, vielleicht finde ich hier was. Also ist das Blut von Blättern Magie. Also gibt es doch Magie auf der Welt. Anscheinend. Nein. Wieso jetzt nicht? Dazu Sebastian Scheibler. Wer Scheibler? Was? Sebastian Scheibler. Nein, kenn ich nicht. Kannst du einen? Sagt mir nichts. Ja, Sebastian Scheibler. Das ist so ein Typ, der wollte mich gerade bei Skype hinzufügen. Ach so. Kennst du Shanecuber? Ja. Ich finde ihn toll. Okay. Wirklich? Ich kenne ihn noch nicht. Ich aber. Also ich meine, ich habe den Namen schon gelesen, habe auch schon auf den
Channel mal gesehen. Hallo Chaincuber, ich bin mir ziemlich sicher, du schaust gerade unsere Let's Plays. Das wäre natürlich sehr schön, wenn du das machen würdest, da würde ich mich drüber freuen, Chaincuber. Ich habe ja schon das eine oder andere Kommentar auch bei mir bekommen und auch bei den Shorty habe ich was gesehen. Mhm. Du hast also. Und wir freuen uns schon auf deine Let's Plays auch. Ja, du hast einen sehr interessanten Namen gewählt und die Mischung zwischen dir und ja, zwischen mir und Shorty willst du gleich sehen. Das kommt dann wahrscheinlich bei dir raus. Es funktioniert, das, was ich machen wollte. Was denn? Ah, ich kann mich noch sehr gut erinnern an alles anscheinend. Warum? Weil wegen Oktopus. Wie oft? Einmal anscheinend. Warum? Weil ich nicht mehr sehe. Hast du schon mal Blätter in die Luft geworfen? Ja. Du? Hast du das mit Kastanien auch schon mal versucht? Die haben sich gerade gegenseitig ausgelöscht. Wie oft? Zweimal. Das ist aber schade, weißt du, ich finde das ein bisschen blöd. Warum hat eigentlich Ding schon wieder kein Verantwortungsgefühl für den Lebensraum dieser Monster? Ja, das sind die sind doch schon echt bedroht von Aussterben. Ja, sie haben mich aber angegriffen. Doch die was armen Dinger, die. Oh, tschüss. Glibber, Monster und Lutschi ist die aus dem Boden kommen. Nicht Klubschis, das waren. Boomerang! Also waren es Lutschis? Überleg's dir. Ja, Lutschis. Okay, gut. Lutschis. Lutschis, ja. Kommen. Sie lutschen nämlich meine MP. Meine Magiepunkte aus. MP! Yeah! MP. Rollenspiel! Rollenspiel! Okay, du weißt ja, was du in Endgegner auf dich lauert. Jetzt kommt gleich ein riesiger Tyrannosaurus Rex, der auf dich rauffällt. Und dann hast du schon automatisch verloren. Ja, ich weiß, ich wollte nicht spoilern, aber das muss jetzt an der Stelle mal sein. Das ist gemein. Manchmal muss ich auch. Ah, warte, das ging anders. Haha, Hausaufgaben vergessen, haha! So ging das. Hausaufgaben vergessen. Hausaufgaben vergessen. Mann. Hausaufgaben vergessen. Hausaufgaben vergessen. Sprung, Master, Boomerang. Und es hat funktioniert. Oh, wenn wir es anders machen würden. Atombombe. Ja, deine Atombombe. Wenn wir es anders machen würden, würde etwas passieren. Und zwar. Würde es gegen den Ast knallen. Genau, würde der Boomerang gegen den. Das heißt Boomerang! Der Boomerang. Der große Megaschlüssel der Offenbarung. Ja, und hier erhalten wir eben den Masterschlüssel. Oh nein, oder? Große Grunzmonster. Na, nicht hier. Große Grunzmonster. Wow, durch Wandhauen ist nicht fair. Boomerang! Große Grunzmonster. Aua. Wieso bin ich liegig? Ja genau, verbunkert dich hinter der Höhe in der Höhle so. Das hilft dir zwar eh nicht weiter, aber was soll's. Naja, wieso sollte es mir nicht helfen? Weil wegen Kämpfen, okay. Nimm dir jetzt Bomben und sperren sie damit zu und werf sie einfach runter. Ich habe keine Bomben. Werf sie runter! Ah ja, genau. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Okay, tschüss. Aha. Ja, wir verpissen uns. Wieso machst du sowas? Geht doch gar nicht. Oh Mann, ich muss die... Es geht doch nicht. Ja, Spiel, ich mach's für dich extra. Hallo, Shorty, du kämpfst gegen Schweine. Sie haben große Schnauze und sie wollen dich verprügeln mit der Prügelattacke. Jetzt kommt leider doch nicht. Ja. Schweineprügelung. Oh, ich wusste es. Wow. Schweineprügelung. Nein, geh weg. Schweineprügelung. Ah, er kommt voll angekaratet. Ja, oh Gott, töte ihn. Er hat die super Schweinegrippe. Yeah. Schweinegrippe? Schweinegrippe. Töte ihn endlich. Einfach nur den Boomerang immer nehmen. Töte ihn. So funktioniert es am leichtesten, meiner Meinung nach. Töte ihn! Ist schon tot. Jetzt töte ihn! Kristalle in der Sauce. Herzen. Nimm das Herz, Mann, du brauchst ein Herz. Hör auf, wie Nintendo Capri-Son zu sein und immer nur so viele Herzen, wie du gerade brauchst. Okay. Der macht das immer so. Der nimmt immer noch, weißt du, der ignoriert absichtlich die Herzen, weil er nicht mit vollen Herzen rumlaufen möchte. Ich hab's jetzt nicht absichtlich ignoriert, ich hab's nicht gesehen. Das ist das Problem. Style. So, und jetzt probieren wir es nochmal. Greif Haken, Grab, hoffentlich schaffen wir es jetzt. Nein, schaffen wir nicht. Ja! Wrestling! Okay. Höhle. Ich weiß, was hier kommt. No, nicht wieder Klubschiss. Ja. Best Monster im ganzen Spiel. Klubschiss. Best Monster im ganzen Spiel.
zufrieden, dass ich mir das Herz genommen habe. Soll ich dir was Lustiges mit Klubschiss zeigen? Na. Big Boy. Ui. Ui. Jetzt gucken sie sich immer noch böse an. Hallo, wir wollen die kuscheln. Ja, wir mögen die. Ja, wir wollen mit die kuscheln. Ja. Dann schwimme ich halt. Ja. Okay, ich nehme Klubschi mit. Ich nehme Klubschis mit. Klubschis. Hey, ich kann die wirklich mitnehmen. Wenn man Klubschis an seine Hose festmacht, dann hat man einen Glücksanhänger. Okay. Glücksanhänger. Anhänger. Glücksanhänger. Hängung. Nun auf 15 Sekunden Zeit. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Shorty Cubers Let's Play. Ciao, ciao, ciao. Boomerang. Boomerang. Bis zum nächsten Mal, Leute.